So, machen wir jetzt als nächstes. Ja, der ist zu stark. Ist auch zu stark. Raubzüge kann man, glaube ich, keine mehr machen, oder? Sind alle zu stark, haben wir da noch? Wie schaut es mit denen da aus? Ach, das ist auch zu stark. Okay. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal daher. 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 Und gehen dann langsam nach oben. Das dahinter. Sollten wir hinkriegen. Das ist bloß eine Verzierung, okay. Laufen wir, vielleicht entdecken wir hier noch was. Na, Füchslein. Hey. Was nicht? Magst du nicht ungestört? Oh, voilà. Jetzt abhauen oder was? So was hab ich gern. Oder nicht? Soweit ist es hier nicht mehr. Gehen wir hin. Hat auch nicht gehofft, dass wir vielleicht eine Menge Material unterwegs sind, aber anscheinend nicht. Da ist auf jeden Fall noch was. Das ist näher. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Ach, warum denn? Achso, sammelt ihr ja selbstständig ein. Der Wind ist stark, aber du bist stärker. Halt! Vorsicht! Bleib zurück!
berühre diesen Baum nicht. Warum nicht? Na gut, wie ist dein Name? May. Ich heiße Eivor. Hat dieser Baum eine besondere Bedeutung? Es geht um die Blätter. Mein Vater sagte, er würde zurückkehren, bevor sie alle zu Boden fallen. Und nun ist nur noch eins übrig. Und er ist noch nicht zurück. 6 Wochen sind vergangen. 6 Wochen, seitdem er in Lincoln eine Arbeit suchen ging. Wäre er nur noch ein paar Monate geblieben. Er sagte, die Ernte wird schlecht, aber wir hätten es versuchen können. Kein Vater würde sein Kind 6 Wochen lang allein lassen. Wenn er zurückkehren wollte, hätte er es längst getan. Oh, nein. Sprich mit diesem Blatt, bete zu deinem Gott, schrei die Sterne an. Doch das Schicksal deines Vaters steht schon lange fest. Wie meines, wie deines. Hör auf, so zu reden. Er wird zurückkommen. Das hat er gesagt. Lass mich einfach in Ruhe. Er kommt zurück, du wirst schon sehen. Bevor die Blätter fallen, so wie er sagte. Lass mich aber raten, wir müssen das letzte Baum vom Blatt schäden. Vorausgesetzt, ich finde, was soll denn das sein? Was ist das? Zu deinem Besten, May. Dein Vater würde wollen, dass du weiterlebst und nicht die ganze Zeit angsterfüllt grübelst. Lass mich in Ruhe und komm niemals zurück. Ich will dich nie wiedersehen. Ja. Ich will doch eh bloß die Quest machen. Ist das ein bisschen näher? Feindes Gebiet, ne? Pfeile? Dieser Ort wird gut bewacht. Ach gut bewacht, die Wahnsinn da. Nun stirbst du! Wirklich? Was machst du da? Oh. Wo war er noch? Wo ist er? So, was hast du? Reichtum? Ach, da oben. Eisener Zwille. Das ist doch klasse. Blender nehmen wir auch mit. Gibt's noch Pfeile? Nehmen wir auch noch mit. So, und schauen wir ganz kurz auf die Karte. Genau, das und das. Boah, ich setze mir die 2 Punkte auch noch ein. Irgendwo da unten haben wir mal aufgehört. Was? Widerstand schwer. Das wäre eigentlich auch noch einmal so übel. Ich wollte, glaube ich, hier erst mal noch was fertig machen. Schleichangriff?
Fernkampfschaden. Danach kommt Nahkampfschaden. Attentatschaden, Fähigkeitsschaden, Schwereschaden, Sieg des Raben. Schnellsten kommen wir zum Weg des Rabens so hin. Das da? Was ist das da oben? Gesundheit wäre auch nicht gut. Und da hätten wir schon Weg des Rabens. Nochmal den nochmal. Dann haben wir das allgemeine ein bisschen weiter oben. Okay. Ist voll. Ihr seid Feinde, oder? Nee, nein? Ich bin eins mit der Erde, mit der Luft und dem Wasser und dem Feuer und dem... was war da noch? Wolken, Baumrinde. Was riecht hier so? Ganz ruhig, mein Freund. Ich glaube, du hast etwas zu dir genommen, das dir nicht gut bekommen ist. Heute wird meine Saga geschrieben. Ruhm! Oh, eine stolze Stute hat mich aufgelesen. Los, zu meiner treuen Gefährtin! Wenn ich ihn nicht aufhalte, tut es jemand mit weniger Verständnis. Ich sollte bei ihm bleiben, bis er müde wird. Hm. Ich möchte mal gern das Erz da noch holen. Komm und kämpfe mit mir. Auch du sollst Teil meiner Legende werden. Oh. Ich nehme es mit jedem auf, ob auf zwei Beinen oder auf vier. Zeigt euch, wenn ihr euch traut. Überrumpelt den Hof. Mein Bauch tut weh, oder? Ich weiß nicht warum. Keule. Oh, Blender kann man noch. Dieser Sieg wird Teil meiner wachsenden Saga. Du Idiot, ich kill alle für dich, verstehst? Ich muss Nummer brechen. Zwei. Ich muss brechen. Nochmal gleich Blatt. Hier darf mich niemand sehen. Oh, das Lager wird euch ja knuddelt. Weine ich etwa? Wenn du so weitermachst, wirst du dich noch umbringen. Hast du mich verstanden? Ah, laut und deutlich! Jetzt tritt zur Seite! Ich muss mein Schicksal erfüllen! Ah! Ich möchte nicht wissen, was die NPCs hier alle rauchen. Und jetzt dafür wieder zurück, ja? Muss ich dich persönlich zurückschleppen, ja? Ich überkomme plötzlich eine Welle von müde. Ich bin müde. Jetzt dafür den Nano dran oder was? Ach komm. Oh, wenn meine Mutter mich jetzt sehen könnte. Heute wird sie für dich schämen. Kann meinem ewigen Vermächtnis widerstehen. Wie ein weiser Mann einst sagte, mir zu trotzen, ist wie gegen den Wind zu pissen. Stehen kann er nicht, aber labern nur wir Blöde. Meine Saga ist vollendet und wird von allen beneidet werden, die vor uns kamen und die nach uns kommen. Dein Skalde. Götter! Ist er tot? Nein, aber er sollte es sein. Anscheinend wollten die Götter ihn nicht. Spritze ihm Wasser ins Gesicht und halte Abstand. Er wird sich übergeben und das wird nicht schön. Danke für den Rat und für deine Mühen. Jetzt ist er wieder mein Problem.
Tja. Warum? Dann gehen wir mal diese Richtung. Da haben wir dann auch noch Quest. Hat aber schon jemand umgebracht. Was denn hier los, ey? Lauter Leichen. Jetzt. Und da war Schlange. Schau wieder nach Feindesgebiet aus. Hier sollte ich vorsichtig sein. Tasten drückt. Ich glaube, Bögen. Du hast aber einen leichten Schlaf. Komm schon, ehrlich gesagt. So, da haben wir eine Truhe. Machen wir mal weg. Da sind Pfeile. Sind auch noch zwei Idioten. Feigling! Schießt! Schießt! Oh. Du bist nicht mehr willkommen! Ich will hier gar nicht sein. Was? Tschüss. Pfeile nehmen wir wieder mit. Das sind auch noch Pfeile. Auch noch was drin. Da schläft einer, der hat einen Krieg verpasst. So, haben wir Energie verbraucht? Ne, haben wir wieder voll. Nehmen wir das mit.
Das ist cool. Nur mit. Gottes Urteil, entkommst du? Was? Wie kann er mich dahinter sehen? Oh, drüber. Du bist zerschmettert! Hab mal gesehen. Oh, guck. Ein Buch gibt's hier noch. Ein Buch des Wissens. Der ist irgendwie unten, ne? Aber das kann man nicht aufmachen. Das ist schlecht. Aber irgendwie, irgendwo muss der runtergehen. Entweder da hinten dann. Oder was ist hier? Ah. Gefunden. Schilder ziehen, aber naja. Egal, nehmen wir die Nahrung. Truhe. Es ist gar nicht mal so klein hier, ne? Es gibt kein Bier mehr für dich. So aus. Da habe ich schon was gesehen, da ist irgendwas dahinter. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig gedacht. Irgendwas war doch jetzt da. Da drin. Kohlebahn. Doch, jede Menge Zeug hier, ne? So. Wo habe ich jetzt das andere gesehen? Da hinten. Ein Buch? Nutze die Macht der Norweger, um mit schicksalshafter Geschwindigkeit auf den Gegner zu schießen. Naja, okay. Jetzt kriegen wir es aber noch hin. So, und hier ist doch auch noch weiter gegangen. Springen, oder? Oh. So ist das jetzt explodiert. Das kann man nicht zerstören, ne? Probieren. Nee. Da geht's runter.
so ein Speer. Ich muss das Loch wieder finden. Fein. Da ist ja auch noch was um 70 Meter, 60 Meter rum. Aber schaut so aus, als ob es da dahinter wäre dann auch. Ich kann das ja wirklich nicht zerstören. Ne? Dass es da nochmal irgendwann ein Licht gibt oder da raus? Habe ich hier vielleicht was übersehen? Was war da hinten? Aber da gibt es nichts mehr hier, ne? Vielleicht der andere Eingang. Geht's ja nochmal raus, mal schauen. Da geht's nirgends hin, da gibt's bloß was zum Explodieren. Nahrung. Da ist aber nochmal Hütte. Da wäre es eigentlich unten drunter irgendwo. Schauen wir mal hier. Gibt es noch Erz? Gucken, ob man hier reinkommt. Da ist auch Gegner unten. Jawohl. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Willst du mich verarschen? Ja, was hast du auf die andere Seite? Ist auch noch mal Arzt. Da oben auch. Das einzige wäre doch hier, oder? Da komme ich nicht rein, ne? Nein, nein, da ist nichts. Schon wieder interessant. Und ansonsten war es ja nur der Eingang und da komme ich rechts nicht rüber. Zumindest habe ich nichts gesehen. Außer das ist so versteckt. Das sind auch noch Bomben da. Aber da ist nichts zum Zerbomben los. Oder was versteckt ist, vielleicht so ein Durchrutschen oder so. Achso. Aber da war ja auch nichts. Das
sehe bloß, dass das da hinten ist. Ist da irgendwie ein Stutz? Nee, das ist... Da geht's auch dahinter nicht weiter. Okay, war jetzt bloß eine blöde Idee. Ja. Okay, das hat irgendwie komisch ausgeschaut, aber das ist es auch nicht. Tja, ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Eigentlich diese Tür, aber die ist zu. Und dann hast du noch hier. Aber da ging es da rechts auch nicht weiter. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Aber es kann auch sein, dass man durch irgendeine Quest hinkommt. Da weiß man ja nicht. Zwar zerstören, aber das bringt ja auch nichts. Kommt man nirgendwo rein? Na gut, lassen wir das. Markieren wir mal das nächste Ziel auf der Karte. Das schaffe ich nicht. Wir gehen hier hin. Dass wir einen Schnellreisepunkt haben. So, wir sind jetzt aber da rausgegangen. Da, ne? Genau. Irgendwann finden wir das schon mal raus. Wir sind auf Stärke 85. Nicht einmal so schlecht. Aber noch ein bisschen hochgehen, dann können wir da in Ruhe da mal die da knabbeln. Da lang ist noch. Na, geh runter. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir dann auch genug Material haben, dass wir vielleicht dann noch ein bisschen updaten können.
ist feindlicher. Mach dich gleich weg. Da hast du gerade was. Mit. Da ist der Eingang und alles. Ah, und gibt's auch noch ein bisschen was. Grasen wir mal von links nach rechts das Zeug ab. Das ist auch noch unten. Ach, da interessiert sich gar nicht für mich raus. Das ist unten, das ist oben. Beziehungsweise da hinten. Das ist toll. Da gibt es aber auch jede Menge Zeug irgendwie. Da ist der Eingang. Aber ich habe nichts zum Springen. Ja? Gucken, ob wir. Ah, ich habe schon gesehen. Okay. Okay, muss ich aufschieben. Na, lass los. Wieder ein Kolibon. So, achso, wie komme ich da hoch? Hier. Dann haben wir zumindest schon mal das. Das ist 125 Meter und das da ist da oben. Na gut. Hä? Haben wir verschätzt. So, und dann synchronisieren wir mal. Das ist alles unten irgendwie. Da geht's runter irgendwo. Mal schauen. Wer versteckt denn noch Schlangen im Krug? Mist, das kannst du gar nicht. Das kannst du nicht zerstören.
Na? Okay, da kannst du was sprengen. Ah, ich wusste, dass nicht hinlaufen, aber nein. So. Dann drücke ich glaube drauf. Komm, lass los da. Okay. Speer verwenden wir eh nicht. Ich mag Speere da überhaupt nicht. So, das war aber jetzt bloß hier. Das Teil, ne? Ansonsten gab's da nicht wirklich was. So, gehen wir schon mal wieder raus. Und schauen wir mal, was hier in der Nähe entdeckt wurde. Ist das Teil? Da ist was Weißes. Da weiß ich nicht, wie stark das da ist. Aber da hinten ist nochmal was Weißes. So. Das ist oben. Das ist unten. Das ist hier unten, okay. Ob es da irgendwo reingeht? Was ist unter Wasser? Nicht wirklich, oder? Ah, da ist der Typ in der Nähe. Da geht's doch rein. Okay, was gibt's hier? Nahrung ist voll. Aber. Ah ja. Eine Schatzkarte. Und da haben wir noch irgendwas zu lesen. Was hier eigentlich nicht so interessant ist. Dann haben wir. Das ist oben markiert. Das ist auch da oben. Ich frage, wie schwer bist du? Gerade dann entdeckt, wo wir sind. Der hat auch plus 90. Aber die machen wir wegen später. Müssen jetzt keinen Stress hier abbauen. Sammeln da jetzt auch schon das ganze Zeug hier ein. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Was? Da ist geschützt? Warum? Hör.
das war hier oben gar nicht. Ist das irgendwie da drin? Sie wurde wohl verriegelt. Okay. Wie bricht man jetzt hier ein? Kann man da was zerstören? Da steht der Heuwagen, ich weiß nicht warum. Schau ich doch nochmal hoch. Kann man den Weihnachtsmann machen und dann durch den Kamin oder so? Ne, die sind alle zu. Da könnte man runterjumpen. Interessant, dass hier schon wieder alles zu ist, ne? Ich war voll. Da ist auch irgendwo nichts, das aufzumachen. Kurz scannen und da ist auch einer drin. Und da ist doch auch nichts, oder? Vielleicht klopfen wir da nicht helfen. Na gut. Schauen wir mal, ob wir das kriegen. Kann auch sein, dass man vielleicht später noch Fähigkeiten kriegt, irgendwie die Tür einzutreten. Ich weiß es nicht. Mal warten. So, auf jeden Fall haben wir da oben was. Geht er nicht hoch oder was? Willst du mich veräppeln oder was? Geht doch da hoch? Da kommt er nicht. Was macht er jetzt? Oh, Wahnsinn. Oder da drüben. Ah, okay, 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 okay. Was? Was? Hey, bist nur von mir. Eine Maske. Auch nicht schlecht. So. Zumindest haben wir den Aussichtspunkt mal kurz. Das weiß ich nicht, wie man es holt. Da wäre noch ein bisschen was in der Nähe, aber das kann man immer noch holen. Ich hätte gesagt, erst einmal zurück in die Basis. Gucken, ob wir da noch irgendwas aufrüsten können. Ein Teil können wir doch, glaube ich, hier machen. Ne?
Aber da gibt's, glaube ich, nichts, was wir aufrüsten können. Warum eigentlich nicht? Achso. Ich muss erstmal die Hauptrüstung verbessern, ne? Ist klar, das geht auch nicht, das geht auch nicht. Mal jede Menge Müll gesammelt. Was wir brauchen, ist Stoffe eigentlich. Irgendwann später mal können wir es immer über die Schatzkarten hermachen. Und Kupfernickelbahn bräuchte ich, aber da habe ich zu wenig. Ich muss einen. Aber gut, schauen wir mal, dass wir ein Haus und Hofglimpner finden. Der Schmied war ja hier. Da kann man wieder Pfeile öffnen. Zeigst du mir deine Waren? So. Das kann ich dir besorgen, klar. Den kann ich besser verbessern. Ein Helm oder ein Mantel? Ich hätte der Götter mein Helm. Solange wir die Rüstung da spielen, aber das war's, weil mehr Kupfernickel habe ich nicht. All meine Waren sind gut, aber das kann ich ist sogar sehr hochziehen. Die normalen, die ich gefunden habe. Ne, Flegel spielt ja nicht eh nicht, deutlich eigentlich auch nicht. Und Speer eigentlich auch nicht, aber. Wir haben das Material, das ist ja bloß von Kraut. Es betrifft mich, dich wegzugeben, aber du wirst mich stolz machen. Bringen wir das Material da gleich weg. Du hast ein Auge für hohe Güte. Die kriegen wir sowieso wie Sander mehr. Da könnte ich jetzt theoretisch auch bloß noch das da updaten. Jetzt siehst du noch mächtiger aus. So. Ich muss gehen. Bleib gesund. Genau. Auf das es dir da draußen dienlich ist. So, theoretisch müsste ich eigentlich es verbessern können, genau. So, dann haben wir das vollwertig verbessert. Wir schauen jetzt mal die Stärke und so weiter aus, die ist 85. Inventar haben wir immer noch irgendwas. Das ist das Zeug hier. Aber ich lasse das jetzt erstmal so wie es ist. Okay. Dann könnten wir mal gucken, ob wir noch. Ich schaue jetzt noch nicht bei den Händlern da aus. Guten Tag, guten Tag. Tag. Was bietest du heute an? Was? Warum von? Ach, das ist ein Tattoo. Verwunschener Biss. Ruhe oder Persiger. Ein Wurf für eine Baumverzierung für die Siedlung, aber ich habe leider zu wenig Opale. Was ist das, mein Vertrag? Hast du was Neues für mich? Ich habe gerade Arbeit hereinbekommen, die nach deinen Fähigkeiten verlangt. Echt? 5 Tage, 23. Ah, das sind Wochenaufträge und das sind normale Aufträge, ne? Okay. Aber da stehen ja drin, was ich stärke oder irgendwas, okay. Wenn aber dir danach ist, warten hier weitere Aufträge auf dich. Ja, das machen wir später. Wir sehen uns bald wieder. Geh ruhig, ich werde hier sein. Ich wollte jetzt erstmal gucken, ob man da noch was ausbauen kann. Das haben wir alles schon. Das haben wir alles voll. Ist das Ausbau oder nee, das Verzierung? Brauchen wir nicht. Wir haben doch noch alles ausgebaut, oder? Das sieht man hier nicht, ne? Da ist auch so Hugo.
Aber sehe ich das nicht mit den... Sieh mal nach. Vogel? Handelsposten, genau. Der ist doch eigentlich gleich da. Handelsposten ist gut. Wo ist das Schild? Da. Habe ich das? Oh, cool. Da sind wir also. Du kommst zur rechten Zeit. Ich habe was Neues. Lass mal was sehen. Kannst du mir heute anbieten? Davon kann man nicht genug haben. Okay, das ist Leder. Davon kann man wirklich nicht genug haben. Das kaufen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, dass da eine Option kommt für alles kaufen. Nutze es mit Bedacht. Und Eisenerz kann man auch noch machen. Silber kriegen wir dann schon wieder. Du brauchst das doch. Auf jeden Fall. Die kriegst du sowieso wie Sander mehr. Und irgendwie können wir mal den ganzen Blunder verkaufen. Großartig. Das nehme ich gerne. Dann haben wir doch schon wieder Lust gemacht sogar. Ist dein Einkauf schon erledigt? Ja, ja, voll. So. Ich muss los. Bis bald. Sind wir also. Wie schön, eine feste Stätte zu haben. So, jetzt gucken wir mal. Lass dich mal wieder blicken. Was sie... Ist das was anderes? So kann ich ein... Ne, Museum? Haus von... Okay. Getreidehof. Getreidehof wäre doch noch wichtig, oder? Machen wir die Markierung. Eivor, hast du Werk gesehen? Schauen wir mal, für den Getreidehof könnte es noch reichen. Jawohl. Dann war die Siedlung auch schon mal stärker. So, was kann man hier machen? Gibt es was zu lesen? Okay. Da hinten gibt es auch was zu lesen. Wer das lesen will, ist ja gerade auf Pause drücken. Aber hier kann ich nichts kaufen, oder? Das war's hier. Okay. Eivor, du gabst deinem Volk ein neues Zuhause, als deine Heimat karg und unwirtlich wurde. Du gabst den Wikingern etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Du hast es geschafft, diese zerrütteten Königreiche zu zähmen. Aber deine größte Reise steht dir noch bevor. Macht euch bereit. Wir müssen ein Königreich erobern. Nun geh, Eivor. Sichere dir deinen Platz in Valhalla.